Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Magento auf dem Mac lokal installiert bekommt. Solltet ihr die Installation, Einrichtung und Optimierung lieber den Profis überlassen wollen, vereinbart gerne einen Termin bei eBakery. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Magento-Agentur-Seite oben rechts. Nun starten wir aber mit unserem Step 1. Ohne Magento-Daten keine Installation. Deswegen begeben wir uns auf die Magento-Homepage und wählen die unkomplizierteste Methode Archive. Um keine Zusatzprogramme installieren zu müssen, entscheiden wir uns für die Version 2.3.4. Klickt nun auf Download. In der Zeit, in der die Dateien heruntergeladen werden, kann ich euch schon mal erklären, wie das Ganze mit macOS zu bewerkstelligen ist. Möglich macht es MUMP, eine virtuelle, lokale Serverumgebung auf dem Mac, die unter anderem PHP und MySQL unterstützt. So sieht das dann aus. In genau diesen Ordner müssen wir nun unsere entpackten Magento-Daten legen. Wenn das vollzogen ist und auch wirklich der htdocs Public Ordner als euer Document Root eingestellt ist, dann klickt auf Start und anschließend auf Webstart. Nun geht sicher, dass eine Magento-Datenbank angelegt wurde, indem ihr oben auf Tools und PHP MyAdmin klickt. Bei uns ist diese vorhanden, also auf My Website klicken. Nun kann der Installationsprozess losgehen. Klickt also auf den orangenen Button. Nun im Step 1 wird der Readiness-Check vollzogen, mit dem geschaut wird, ob euer System die Kriterien erfüllt. Sieht soweit gut aus. Klickt auf Next und tragt eure Datenbankendaten ein. Danach kann eure Webshop-URL und die Magento Admin Address konfiguriert werden. Im Schritt 4 wird die Zeitzone, Währung und Sprache angepasst. Im vorletzten Schritt werden eure Accountdaten eingetragen. Merkt euch diese gut, da ihr sie anschließend zur Anmeldung benötigt. Nun wird die Installation vollendet. In der Zeit kann ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr alle weiteren Informationen auf unserer Magento-Agentur-Seite erhaltet, auf der ihr dann auch einen Termin mit den Experten von eBakery vereinbaren könnt. Solltet ihr das Ganze jedoch selbst in die Hand nehmen wollen, empfehlen wir euch unsere Magento-Playlist, die wir auch oben rechts verlinkt haben. Nun, nachdem Magento installiert wurde, gebt eure Shop-URL in den Browser ein, tragt Benutzername und Passwort ein und schon könnt ihr loslegen. Wie ihr euer erstes Produkt bzw. auch eure Kategorie anlegt, erfahrt ihr im Video oben rechts. Wir haben für euch auch schon ein Video produziert, in dem wir zeigen, wie wir innerhalb von 10 Minuten einen Magento-Shop einrichten. Auch das haben wir euch verlinkt. Sollte es noch Fragen geben, schreibt es uns in die Kommentare. In diesem Sinne, euch alles Gute, lasst ein Like und Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zur nächsten Folge, euer eBakery-Team.